Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Amnesia 2, a Machine for Pigs. Und ja, wir sind jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten. Wir haben sehr viel erlebt schon. Wir haben miterfahren, dass wir eigentlich an der ganzen Sache schuld sind, dass wir diese Schweinemenschen, diese Schweinebärts überhaupt erfunden haben. Diese ganze Maschinerie haben wir erfunden. Und hat sich jetzt auch dabei herausgestellt, dass wir der Saboteur sind und die Maschine anscheinend ein Bewusstsein hat. Sie will die ganze Menschheit versklaven, umbringen etc. Die Welt reinigen, so wie sie so schön betitelt hat. I am here again at the foot of those stairs, towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders? Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Ey. Hier ist ein Blutstrom. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Ja, liegen Menschenleichen rum. Der Schleier hebt sich, die Braut wartet. Treib ein paar Weisen zusammen um die Welt, wird dir dafür danken. Das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Hear me, Mandus. My gears are adjust. My steam is built. Soon I will spill that blue water and split the egg, the atom, my soul, and there will be a very great burning that we might make the world clean. Be proud, for this is your doing. Until you steeped me in the blood of your own, I was nothing but rotten architecture. You have made me, and I will make the world anew. Oh Mann, eine Maschine mit einem Götterkomplex. Oh Mann. Eine Maschine mit einem Götterkomplex. Falls ihr nicht wisst, was ein Götterkomplex ist, das ist quasi, man hält sich für göttlich. Übermenschlich. Unsterblich und bla bla bla. Schon wieder ein Eintrag. In meinen Träumen spaziere ich mit meinen Kindern. Ich gehe in einen Tunnel, den noch kein Mensch zuvor betreten hat.
Dessen bin ich mir sicher. Jetzt sind es nur noch er und ich. An einem Ärmel bildet sich Frost. Die tödliche Stille und die eiskalte Luft sagen mir, dass ich dem Ziel nahe bin. Okay, dann schauen wir uns das mal jetzt mal hier oben. Okay, so, das sind irgendwelche Dynamos. Glaube ich. Kulterei voll. Aufmachen kann ich es nicht. Also ich kann hier überhaupt nichts aufmachen, wie es ausschaut. Ich kann nur diese Tür betreten. Also das hat er... Ja, trotzdem verhindern wir das. Also vor euch habe ich gar keine Angst mehr. Ist euer Ernst? Jetzt gibt es auch noch Elektroschweinchen. Elektropix. Dann vorbeigehen kann ich auch. Aber wenn sowas blinkt, heißt das für gewöhnlich, dass so ein Schweinepick in der Nähe ist. Also Schweinebärt. Ich denke wieso, dass ich gerade aus muss. Ich lasse es mal offen. Okay, da geht's eh nicht weiter. Aber ich habe das Viech erledigt. Okay. Das war so ein kleiner Zwischenbosskampf. Nur die Frage, bin ich eigentlich in dem Spiel schon mal gestorben? Ich glaube, ich renne. Mando steigt zu den Geistern hinab. Die Azteken glaubten, dass sie die Apokalypse durch Opfer anwenden könnten. Die Geschichte aber berichtet von uns von ihren Scheitern. Ihre Tragödie war nur, dass sie nicht rechtzeitig genügend Blut vergießen konnten. Haben wir auch schon vorgelesen, ich weiß. Ich bin auch ein bisschen transparent, das habe ich absichtlich gemacht. Mandos Brokers & Company, Elektrofizität, Ausbildung, Südturm. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Oh, my children. My children. What have I done?
Butterfly become? I will put it right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Ah, hier ist wieder ein Zettel. 28. Dezember 1899. Erinnerung. Sie tauchen wie aufgeblähte Körper im Abschaum der Themse auf. Ich sah sie an, bedeckt mit dem Blut ihrer toten Mutter. Kleine Schweinchen, wie sie da schreiend in ihren Windeln lagen. Und sofort war mein Herz voller Liebe und zugleich allumfassendes Hasses, den ich mir niemals hätte vorstellen können. Hat sich meine Seele an diesem Punkt gespalten und ihn geschaffen? Was, dieses, das Ei meiner Seele, der Moment, in dem die große Uhr zu sticken begann? Der einzige Weg zur Wiedergutmachung ist, uns wieder zu vereinen. Mich wieder eins zu machen, den großen Kreis zu schließen und diesen Verrückten abermals in mein Herz zu lassen und ihn zu vergeben, wie mir selbst. Okay. Schon wieder. Tagebucheintrag. Mandos ist allein. In meinen Zielen suche ich nach Anweisung, nach Hilfe, nach Rat, aber Gegenzug verhöhnt mich das System. Einfallspinsel sagt es. Jetzt musst du deine eigenen Antworten finden. Okay. Okay, da kann ich nicht lang. Wieso geht er jetzt schon wieder? Langsam. Mandus, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by bullet and gas. Och nö, ernsthaft? Aua. Das ist dein Ernst jetzt? Ja, nee, ist klar. Aber jetzt bin ich erst erstmal gestorben. Muss ich das Ganze jetzt nochmal machen? Wahrscheinlich, ja. Ja toll, Sackgasse oder auch nicht. Was ist ein Herz? Was soll ich mit dem Herz machen? Er geht schon wieder so. Okay, mit dem Herz kann ich nichts machen. Okay, da komme ich nicht raus. Show, verrücktes Spiel, aber auch irgendwie genial.
Also ich muss das so lange machen, bis ich das nicht mehr drücken kann. Enoch, Edwin, Oswald und ich. Okay, hier kann ich nichts machen. Into the brickwork, a house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all, and they will bury their stabs into your ribs. Please, Mandus, no. For your children.
I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Und das, meine Freunde, war Amnesia, a Machine for Pigs. Und wir haben noch die Errungenschaft bekommen, das Herz. Das Ende. So, meine Freunde. Das war der zweite Teil von Amnesia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mir gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nicht alles zu verpassen mehr. Und über Kritik, Vorschläge und so weiter würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Let's Play auf diesem YouTube-Kanal. Tschüss.